Ins Kriegstagebuch von U4, 1. September 1939. Klaus Graf, Kommandant. Ich bin in Wilhelmshaven angekommen. Man lässt mir keine Zeit, mit dem Auto direkt vorgefahren an den Kai. Dort liegt es, mein neues U-Boot. Neu ist relativ. Es ist ein U-Boot der Klasse 2A. In die Jahre gekommen. Mein Offizierspatent habe ich gerade erworben. Ich bin nun Kapitänleutnant und das BDU vertraut mir erst einmal relativ wenig und gibt mir das Kommando über dieses alte Boot. Mit einer relativ unerfahrenen Mannschaft soll ich hinausfahren. Denn es liegt Krieg in der Luft. Polen hat uns angegriffen und niemand weiß, wie die Alliierten von Polen reagieren werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von U-Boat, diesmal im Ego-Modus. Wie ich eben schon in mein Kriegstagebuch geschrieben habe, fahre ich raus mit einer Klasse 2A, die habe ich noch nie gespielt. Ist ein relativ kleines Boot, nehme ich an, sieht auch relativ klein aus. Erst einmal kümmern wir uns natürlich aber auch hier bei dem Versorgungsoffizier. Sie, Herr Offizier. Um die notwendige Ausrüstung des Bootes. Ich habe an Bord Ersatzteile, ich habe an Bord Erste-Hilfe-Kasten. Ich nehme noch einmal Ersatzteile mit. Und Schmiermittel. Zum alten Boot braucht man bestimmt Schmiermittel. Munition habe ich keine. Warum habe ich keine Munition? Ich habe kein Geschütz, ich habe nur eine Flak. Die hat 2000 Schuss. Das sollte... Wie viel kann ich denn hier noch mitnehmen? Ja, wir machen den Bunker mal voll. Knapp 3000 Schuss. Aufgetankt ist es. Sehr schön. Was sagen die Torpedos? Da wird noch ein Torpedo verladen. Ich habe nur 2 Torpedos im Lager. Aha. Okay. Ja, da packen wir direkt hier noch in die Röhren Torpedos rein. Das ist schon wenig. Gegenstände. Wir nehmen hier Taucherhelm, kann ich mir nicht leisten. Ich nehme noch Kaffee mit. Eine neue Feindfahrt kann ich nur mit Kaffee überleben. So, wir sind im Hafen Wilhelmshaven. Wenn ich das richtig sehe, in Wilhelmshaven, da müsste eine Schleuse sein. Schauen uns mal das Boot an. Was ist das? Habe ich ja noch nie gesehen. Was soll das sein? Möchte mich jemand aufklären? Ist das hier mein Rundhorchgerät? Das sieht ja seltsam aus. Schauen uns mal das Innere an. Wie sieht hier mein Ausguck aus? Hallo Männers. Kommandant. An Deck. Sieht gut aus. Nee. Sieht nicht gut aus. Wo ist mein Uzo? Hat das Boot kein Uzo? Hallo Uzo. Das da ist wahrscheinlich die Flak. Das wird das Beobachtungsperiskop sein. Funkantenne. Angriffsperiskop. Uzo. Uzo. Oh je. Ja, im Ego-Mode ist das alles. Ah, hier. Beobachten und Ziellösung ermitteln. Sichtradius 4,9 Kilometer. Bestätige! Okay. Ich habe ein Uzo. Das beruhigt mich schon mal. Mein Uzo ist mein Fernglas. Habe ich denn da auch... Wo ist das? Wo war das? Hier. Habe ich denn da Bestätige. Auch... Bestätige! Ja.
Hab ich. Sieht normal aus. Oh, das sieht anders aus. Das sollte ich aber hinkriegen. Und die Torpedos. Drei Torpedorohre. Das eine gute Idee war, mit einer neuen Klasse gleich im Ego-Modus zu starten, den ich noch nie vorher gespielt habe. Neues U-Boot, neue Klasse. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Da, das ist... Okay, hier komme ich auch rein. Sehr gut. Ja, ansonsten kann ich mich nicht wirklich frei bewegen. Also ich kann mich schon frei bewegen, aber nur mit dem Captain. Das macht mir ehrlicherweise ein bisschen Sorgen. Aber wir sprechen hier erst einmal mit dem BDU. Jedenfalls freue ich mich. Ich bin heiß. Ich will versenken. Neue Befehle vom Oberkommando. Einsatzbefehle vom BDU. Geheim. Ja, wir machen erstmal hier eine normale Patrouille. Sehr gut. Auswählen. Das Boot ist ready. Ich bin ready. Luke. Gehen wir mal runter hier in den in meinen schönen Kahn. Das ist ja eng. Das ist ja eng. Hallo. Was gibt's Leckeres zu essen? Brot. Bisschen Smalltalk betreiben muss man ja auch. Und scheinbar eine Suppe. Sie machen das gründlich. Das freut mich. Das Boot muss sauber sein. Hier ist der Maschinenraum. Sieht alles gut aus. Das sind die E-Maschinen. Vorne ist der Diesel. Oha! Ja, Freunde, so können wir nicht rausfahren. Wollt ihr uns hier schon Geschlechtskrankheiten einhandeln, bevor wir ausgelaufen sind? Da sind ja noch die Exkremente von vor... Von den Werftarbeitern, die das Boot gebaut haben, sind hier ja noch zu sehen in der Toilette. Das Waschbecken sieht auch nicht gut aus. Hier muss geputzt werden. Eindeutig. Oh, hier ist schon Ende. Hier sind die Offizierskojen. Ich habe keine eigene Kabine. Ja, das Boot ist klein. Das Boot ist klein. Lichtschalter, Ventilation. Okay. Das hier wird die Lebenspumpe sein. Die Lebenspumpe. Sehr gut. Tiefensteuerung. Kartentisch. Hier ist der Funkraum. Echolot. Horchgerät. Ja, scheint mir alles vorhanden zu sein. Die Mannschaft. Moin, Männers. Nichts zu tun, wa? Herr Vogel, Seemann. Seemann Vogel. Ignorierst du mich? Schaust du weg? Geht ja gar nicht. Drei Torpedorohre. Das war's. Bugstreuwinkelempfänger. Sehr gut. Ich muss mich ein bisschen orientieren. Ich habe, wie gesagt, schon im Ego-Modus noch nie ein U-Boot geführt. Und das ist nicht der normale Ego-Modus. Es gibt ja zwei Ego-Modi, Moden, Moduste. Wie beim Gendern, man kann das heute nennen, wie man will. Gibt einmal den normalen Ego-Modus, da kann man quasi jeden Offizier spielen, hin und her springen. Und dann gibt es den Kapitäns-Ego-Modus, in dem befinde ich mich. Da kann man nur mit dem Kommandanten spielen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. So, dann gehen wir doch mal zum Kartentisch. Was haben wir hier unten? Torpedo-Feuerschaltkasten. Was macht ihr? Ach, das ist hier der Maschinenmensch. Bestätige. Öffnen die Karte. Wir verschaffen uns erst einmal einen kleinen Überblick und planen unsere Feindfahrt. Unsere Patrouillenfahrt. Wir haben ja noch gar keine Feinde. Das Gebiet ist hier in der Nordsee. Das erste, was wir machen, ist wie immer eigentlich. Wir haben hier Rotterdam. Wir zeichnen uns die ungefähren Schiffsrouten ein, die unsere Gegner nehmen können.
So. Das könnte so sein. Und dann hier hoch. Hier rüber tangiert mich jetzt eher nicht. Zu uns werden sie wahrscheinlich nicht fahren. Diese Route tangiert mich knapp. Knapp. Dann könnte hier noch eine Route sein, die mich tangieren könnte. Wobei das natürlich sehr theoretisch ist. Ja, es kann sein, dass die hier, wenn die hier nach, was ist das? London fahren. Dass die hier ganz eng an der Küste lang schippern. Kann aber auch sein, dass die zum Beispiel hier nach Rotterdam fahren. Dann würden sie uns auch tangieren. Oder hier nach, was ist das? Dünkirchen. So, und dann haben wir hier noch einen Hafen. Edinburgh, das tangiert nach, was ist das hier? Kannst nicht lesen. Hartlepool. Das würde mich nicht tangieren, die würden hier an der Küste lang fahren. Aber wenn sie dann von hier Rotterdam könnte mich tangieren. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Rohr 1 geladen. Doch, natürlich habe ich hier was vergessen. Nee, die habe ich hier. Die könnten aber auch von hier, wenn sie nah an der Küste fahren. Wobei, das ist natürlich jetzt Makulatur. Alle Möglichkeiten einzutragen, das ist ja nur theoretisch. Damit ich ungefähr weiß, wo ich nach Schiffen suchen muss. Das heißt, hier haben wir ein relativ großes Feld, wo wahrscheinlich nichts ist. Stimmt nicht hier. Wir haben ja noch Kopenhagen. Kopenhagen. Und dann könnten die natürlich auch, wenn sie hier rausfahren, würde mich aber nicht tangieren. Aber hier. Hier könnte es mich auch tangieren, wenn die nach... Ach, das habe ich ja eben eingezeichnet. Der hier könnte mich... Nee, der aber hier. Der könnte mich auch tangieren. So. Ungefähr. Das ist, wie gesagt, sehr theoretisch. Mir geht es aber einfach darum, um zu sehen, wo könnten denn Gegner sein. Das heißt, wir haben hier ein relativ leeres Feld. Wir haben hier oben ein bisschen was. Das Interessante wird wahrscheinlich hier sein. In diesem Bereich. Und in diesem Bereich werde ich auch die Patrouille anlegen. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir haben die Patrouille vorbereitet. Zumindest so ungefähr. Noch haben wir ja nicht... noch haben wir ja keine Schussfreigabe. Schussfreigabe. Keine Gegner. Dann setze ich mal hier so einen Kurs. Das ist doof. So. So. Und dann können wir hier... Hier unten einen spannenden Zickzack-Kurs fahren, in der Hoffnung, dass wir was finden. Wenn wir dann was zerstören können. Ich bin nervös, freudig erregt. Wir machen langsame Fahrt voraus. Freudig erregt. Soll ich an Deck gehen? Dann gehen wir an Deck. Wilhelmshaven hat eine Schleuse. Glaube ich zumindest, dass Wilhelmshaven eine Schleuse hat. Habe ich auch noch nicht im Ego-Modus passiert, eine Schleuse. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Geht das automatisch? Fragen über Fragen. Sind wir raus? Aus der Hafenanlage? Ja, wir sind jetzt im Hafenbecken. Das heißt, wir können mal halbe Fahrt machen.
Halbe Fahrt voraus, Männers. Bleibt ruhig, bleibt entspannt. Wir können das. Wir schaffen das. Ja, ist ja schon länger her, dass ich U-Boat gespielt habe. Seit dem Übergang in den offiziellen Release habe ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr angerührt. Ich hatte genug andere Sachen um die Ohren und andere Spiele, die mich gereizt haben. Aber ich freue mich jetzt wieder hier zu sein. Und gemeinsam mit euch den Ego-Modus zu testen. Den Kapitäns-Ego-Modus, muss ich ja dazu sagen. Den ich, wie gesagt, vorher noch nie ausprobiert habe. Es macht mich ein bisschen nervös, vorfreudig, erregt. Denn ich fürchte, wenn es stressig wird und wir verfolgt werden, kann das schon spannend werden. Hat denn einer von euch das schon mal ausprobiert? Habt ihr Tipps für mich? Dann teilt die mir bitte, bitte mit. Ich kann auch nicht hier ich kann nicht die Außenansicht vom Boot anmachen. Das geht leider nicht. Jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Wenn doch, sagt mir bitte wie. Ich bin nämlich sehr gespannt, was mich erwartet. So. Große Fahrt. Große Fahrt voraus. Darf man, glaube ich, im Hafenbecken gar nicht. Zu viel Gas geben. Hat denn jemand schon von euch mit der Klasse 2A gespielt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die sich für den Ego-Modus eignet, weil die ist schon eng. Schon eng da oben. In der Röhre. Kriegt man ja klaustrophobische Anfälle, kriegt man da. Das hier ein bisschen... Oh, die Zeitkompression ein bisschen an, damit wir da ein bisschen schneller zur Schleuse kommen. Oha. Gefällt mir das? Warum nicht? Finde ich doof. Das finde ich doof, Freunde. Da war ich auch noch nicht. Was haben wir hier? Torpedo-Vorhalterechner, Torpedo-Abschusshebel. Boah, muss das alles so dann? Nee. Angriffsperiskop ist klar, das muss ich aber nicht alles. Oh Gott, was habe ich mir da angetan? Naja, vielleicht ist ja Glück im Unglück. Wir fahren in die Schleuse, hier sind die Schleusentore. Vielleicht kache ich jetzt dagegen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich mache mal langsame Fahrt. Langsame Fahrt voraus. Muss ich hier Geschwindigkeit stoppen? Muss ich stoppen? Stoppt das Boot alleine? Geht das automatisch? Ich bin nervös. Hat automatisch gestoppt. Es liegt eine lange Reise vor uns. Ich habe ein gutes Buch mitgebracht, um die Zeit zu vertreiben. Wenn alles gut läuft. Lieber Harry, hast du nicht viel Zeit zu lesen? Geht auf. Halbe Fahrt, Männers. Es geht auf die See. Es geht auf die See. Patrouille. Das erste, was wir machen werden, ist natürlich mal testen. Mal testen, wie das U-Boot so drauf ist. Ob der alte Kahn hier auch dicht ist. Die Abteilungen trocken bleiben, wenn wir tauchen. Ah, guck mal, hier kann ich direkt den Hafen verlassen. Das finde ich gut. An dieser Stelle mache ich den ersten Break. Ich habe mir vorgenommen, die Folgen nicht allzu lange zu machen und auch relativ viel rauszuschneiden, um quasi die Action-Inhalte in den Vordergrund zu stellen. Ich sage danke, dass ihr hier wieder reinschaut. Falls ihr neu seid, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, dann verpasst auch keine Folge. Und dann sage ich, wir sehen uns. Bis dahin.